Rosernau, Alex verbot dir some Thunfisch, damit du ein bisschen mehr essen kannst. Du arme kleine Katze. Die habe ich jetzt am Straßenrand an der Hauptstraße aufgegabelt. Da lag die so 40 cm vom Bordstein entfernt auf der Straße und hat geschlafen. Irgendwann fährt ein Auto rüber. Wäre vielleicht besser für die Katze, aber kann man ja auch nicht machen. Deswegen habe ich die jetzt hier mit in unsere Kleinstraße hier genommen von der. Also ich bin ja gerade bei der Freundin, bei der Schwester von meiner Freundin. Jetzt soll die mal ein bisschen was essen. Nachher werde ich mal gucken, ob ich das Auge noch ein bisschen reinigen kann. Das ist auch nicht vergebens hier. Eigentlich ist das vergebens hier mit den Katzen. Normalerweise müsste man die alle einfangen, auf ein Grundstück packen, kastrieren lassen, auf ein Grundstück packen, damit die Population hier mal ein Ende nimmt. Aber oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele tausende Katzen man hier aufsammeln könnte. Naja. Ich finde ja meine 250 € Oakley-Brille so gut. Und meine 400 € G-Shock. Und mein 50 € Dickies Cappy mit Sonderaufdruck. Wie findet ihr das? In diesem Sinne reingehauen und wieder vorbeigeschauen. Was frisst du denn da jetzt, du scheiß hässliche Katze unter meinem Auto? Hä? Den Rest von einer Kakerlake oder was? Verpiss dich von meinem Auto. Kann ja wohl nicht sein. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Ach nee, du bist das. Ihr könnt ja mal kämpfen. Kämpf mal einfach. Scheiß Katze.